Ja, 20 Jahre sichtbare Vielfalt und seit einigen Jahren, finde ich, sind wir in der glücklichen und auch wirklich guten Position, dass auch die Stadt Duisburg-Flagge zeigt. Ihr habt es vielleicht in den sozialen Medien mitgekriegt, in diesem Jahr sehr präsent an vielen öffentlichen Gebäuden der Stadt hängt die Regenbogenflagge und eigentlich so aus guter Tradition hängt sie auch am Rathaus. In diesem Jahr mit einer Premiere und zwar das erste Mal, dass ich mit einer Dame zusammen das Ganze vornehmen darf und auch das erste Mal für Sie quasi als Premiere hier. Ich bin froh, dass heute die erste Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, Frau Klabun, hier ist, um mit uns die Flagge zu bitten. Wegen ihrer Sexualität oder ihres persönlichen Einstellung. Besonders in den letzten Jahren ist es wieder doch mehr zu Hasspredigten gekommen im sozialen Netzwerk, wo man ja meint, man ist da sehr anonym unterwegs. Und ich denke, da müssen wir heute hier ein Zeichen gegensetzen, dass das ganz normal ist, dass wir eine Demokratie haben, wo alle miteinander leben, wo sich alle gemeinsam für einsetzen. Und ich möchte dem Verein besonders danken, dass ihr das seit 20 Jahren jetzt hier für Pietro nicht, aber insgesamt seit 20 Jahren hier macht. Und das ist, denke ich, ein Applaus wert, ein ganz toller Applaus. Und Thank you.
Der Christian winkt hier die ganze Zeit sehr schön. Ich glaube, er will, dass die Menschen ein bisschen mehr in den Park hineinkommen, dass sich das ein bisschen mehr verteilt. Der wedelt gerade so schön mit den Armen. Also wenn ihr so lieb seid, da hinkommen könnt, weil ich jetzt mal anfange, damit ich überhaupt was tue. Ich habe vorhin bei dem Rathaus so zwei junge Menschen gesehen. Einer hatte eine Regenbogenflagge an und einer hatte Free Kisses drauf. Kommt mal bitte hier, ihr habt jetzt eine tragende Rolle. Ihr seid nämlich mein Ständer. So lässt sich's arbeiten. Also ich fange da mal an. Das war mir, hätte ich euch vorher sagen können. Dass ihr habt hier schon vom Weiten gesehen. So, ich fange mal an. Glück auf und hallo Duisburg! Mein Name ist Sascha Ronchewitsch, ich bin Duisburger, seit 14 Tagen, 42 Jahre alt und... Danke. Und man sieht es, ich bin schüchtern, aber ich zeige das nicht so. Heute findet der CSD Duisburg zum 20. Mal statt. Da ich als queerer Aktivist der ersten Stunde die ganzen CSDs immer in verschiedenen Funktionen dabei war, bin ich gefragt worden, ob ich heute reden soll. Offensichtlich habe ich ja gesagt. Meine Vorredner haben mir was erzählt. Ich darf aufs Theater und habe einen tollen Anblick. Für 30 cm hat es gereicht. Aber der Anblick ist richtig toll. Ihr seid sowas von bunte Zuckerwatte. Ihr seid großartig. Das heißt, wir wollen gleich das Gute haben, wie wir das Gute haben.